Hallihallo, liebe Freunde, heute möchte ich mit euch Spritzgebäck backen. Besser gesagt Nussspritzgebäck. Sehr, sehr leckeres Rezept. Ist ein altes Familienrezept von mir. Und da euch mein Sandgebäck so gut gefallen hat, habe ich gedacht, packe ich noch ein Familienrezept aus. Und das ist Nussspritzgebäck. Ich habe mir überlegt, drei verschiedene Formen von diesem Spritzgebäck zu machen. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang und legen los. Viel Spaß! So, also von den Zutaten her brauchen wir 320 Gramm weiche Butter, dann 250 Gramm Puderzucker, das ist so ein ganzes Paket, ein ganzes Kilo Mehl, 125 Gramm gemahlene Haselnüsse, ein Ei, etwas Zimt und zum Schluss natürlich noch Kuvertierenschokolade. Mit dem Teig legen wir wie folgt los. Und zwar kommen zuerst die 320 Gramm weiche Butter in den Rührtopf. Ihr könnt es natürlich auch alles mit einem ganz normalen Handrührgerät machen, alles gar kein Problem. Als nächstes kommt, wie ich schon gesagt habe, die ganze Packung Puderzucker. Jetzt die Nüsse dazu, 125 Gramm. Also man kann auch Mandeln nehmen, aber ich bevorzuge da doch die Haselnüsse. Ein Schuss Zimt. Einfach nur ein bisschen für den Geschmack. Jetzt kommt Mehl und zwar die komplette Packung. Also ein Kilo Mehl. Und zuletzt noch das Ei. So. Und jetzt können wir das Ganze einfach mal gucken, das ist grenzwertig für die Küchenmaschine hier. Oh je. Sehr grenzwertig. Mal zuhalten hier. In der Zwischenzeit stellt ihr schon mal den Backofen ein auf Ober-Unterhitze, so 170 Grad und lasst den vorheizen. Der Teig ist fertig. Ich habe ihn jetzt schon mal rausgeholt aus der Rührschüssel und jetzt tun wir den noch mal schön ein bisschen mit der Hand durchkneten. Ihr könnt natürlich auch nur die Hälfte des Teiges machen. Da nehmt ihr alle Zutaten einfach geteilt durch zwei, weil das hier gibt schon eine große Menge. Wie ihr seht, das ist ein großer Klumpen. Als nächsten Schritt habe ich hier so eine Spritzpistole mit verschiedenen Tüllen und wir machen jetzt als erstes mal die hier und jetzt muss hier der Teig rein. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch diesen Aufsatz hier zu nehmen, das ist so ein Streifen, weil die andere war zu dünn. Und jetzt kommt es aufs Blech. Machen wir einfach erstmal, dass die richtig Zug hat. Und jetzt machen wir einfach so kleine Streifen. Leute, ich muss euch leider mitteilen, RIP the Spritz. Die hat leider der Geist aufgegeben. Also müssen wir jetzt mal irgendwie eine andere Option finden, wie man die Dinger formt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich forme Kügelchen und drücke die platt, so eine Art Cookies. Dann gibt es halt Cookie-Spritz-Gebäck. Ja, das Ganze probieren wir jetzt mal aus.
Und schon habe ich hier ganz viele Kugeln gemacht und die tun wir jetzt einfach ein bisschen platt drücken. Schön ein bisschen Platz zwischendrin lassen. Und nun das Ganze knapp für eine Viertelstunde, so 13 bis 15 Minuten im Backofen. Die ersten sind fertig. Also die sollten ungefähr von der Bräunung so sein. Und die müssen wir jetzt gerade einmal auskühlen lassen. Die letzten sind jetzt noch im Backofen. In der Zwischenzeit kann man schon mal die Schokolade im Wasserbad flüssig machen, weil da werden ja die Plätzchen gleich eingetunkt. So, Plätzchen sind kalt, Schokolade ist flüssig gemacht und jetzt würde ich sagen, tun wir die einfach nur halb in die Schokolade tunken. So, ich habe jetzt alle eingetunkt. Jetzt gibt es noch einen Tipp: Kokosraspeln nehmen und einfach über die Schokoladenteile ein bisschen drüber. So ähnliche gibt es ja auch schon fertig zu kaufen. Das gibt noch mal so den letzten geilen Touch. Ich mache jetzt mal ein Blech so und die restlichen lasse ich so. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Und schon sind sie fertig. Eins mit Kokosraspeln und der Rest so. Also das sind jetzt 1, 2, 3,5 Backbleche voll, hat es gegeben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Backt es gerne mal nach und zieht euch dabei auch so was Lustiges an, dann macht das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß. Ich habe jetzt mal einen, den probiere ich jetzt mal, ob das auch was geworden ist. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Das Rezept schreibe ich wie gewohnt unten in die Infobox. Und dann auf gutes Gelingen. Bye bye.